Peter, mit dem Spiel gegen den FC Augsburg beginnt der letzte Abschnitt des Jahres. 8 Spiele in der Bundesliga, dazu die 2. Runde im DFB-Pokal. Welche Bedeutung misst du den kommenden Wochen bei? Große Bedeutung. Man sagt ja häufig in diesem Jahr, naja, man hat dann die Nationalmannschaftspause, die WM-Pause, da hat man lange Zeit. Das stimmt. Aber alles, was man mitnehmen kann und vor allen Dingen auch die Ausgangsposition, mit der man ins neue Jahr startet, das wird jetzt in dem Achterblock entschieden, plus das Pokalspiel, was für uns ja auch immer eine besondere Bedeutung hat. Von dem her ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in jedem einzelnen Spiel eine finnischer Mentalität haben, so als wenn es das letzte wäre, weil wir bis an unsere Grenzen gehen müssen, die 100% abliefern müssen, damit wir in jedem Spiel das Maximum für Schalke 04 rausholen können. Kannst du am Ende des Blocks vielleicht einen Strich ziehen? Ja, kann man. Aber ich beschäftige mich jetzt gar nicht mit dem Strich, der dann kommen wird. Es gibt ja viele, die schon im vorauseilenden Gehorsam jetzt schon sagen, was alles passieren könnte. Ich beschäftige mich jetzt nur und natürlich vor allen Dingen Ruven Schröder und das Profiteam, die beschäftigen sich nur mit dem nächsten Spiel. Das ist Augsburg hier bei uns. Ich freue mich schon tierisch auf den Sonntag und vor allen Dingen dann auf die folgenden Spiele. Denn dieser Achterblock, so sehr wie auch unterschätzt werden könnte, spielt doch eine große Bedeutung. Denn alles, was man hat, hat man schon. Und von dem her müssen wir alles mitnehmen, was wir können. Und vor allen Dingen uns auch positionieren in der Liga. Und das wird in dieser Periode wird es entschieden, wo wir hingehören. Und von daher ist das von allergrößter Bedeutung, was wir jetzt machen. Und genauso kämpferisch müssen wir auch in das Spiel reingehen. Du hast es angesprochen. Mit welcher Zielrichtung gehen wir denn in das Spiel gegen Augsburg? Ja, natürlich, um 3 Punkte zu holen. Die 3 Punkte, die sollen und müssen hier bleiben. Das ist ganz klar. Wir müssen zur Heimstärke finden. Das ist unser Stadion. Das ist unsere Stadt. Und das müssen wir nicht nur verteidigen, sondern wir müssen die 3 Punkte eben auch angreifen. Das ist von entscheidender Bedeutung. Und da dürfen wir uns auch durch alle Begleiterscheinungen rundherum nicht aus der Bahn werfen lassen. Wir haben uns diesen Ort ausgesucht fürs Interview. Wir wollten Stadionatmosphäre schnuppern. Wir hören schon im Hintergrund die letzten Arbeiten, die Vorbereitung für die Partie. Wie sehr freust du dich auf diese Partie? Was wird enorm wichtig sein für dieses Spiel? Ja, ich freue mich natürlich auf jedes einzelne Spiel hier in dieser Arena, weil es einfach der schönste Ort ist, um Fußball zu erleben, Fußball zu zelebrieren. Natürlich haben hat der Vorlauf in dieser Woche natürlich auch einen Einfluss darauf, wie sehr man sich auf ein Spiel freuen kann, ob das in einem, ich sage jetzt mal, relativ störungsfreien Rhythmus abgeht. Und da muss ich sagen, passieren dann immer wieder Dinge rund um unseren Verein, die natürlich das, was ich anfangs der Saison schon gesagt habe, vom Gemeinsamen zu geschlossen, immer wieder stressen, natürlich auch immer wieder versuchen, Seiten aufzuzeigen, die gegeneinander operieren in unserem Verein. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie versucht wird, in Schalke Keile reinzutreiben, von Seiten zu reden. Natürlich gibt es unterschiedliche Auffassungen zu Themen, aber es gibt keine Seiten und wir haben die innere Geschlossenheit und die lassen wir uns auch nicht nehmen. Denn es ist wahnsinnig wichtig, dass wir dieses Spiel gegen Augsburg geschlossen angehen und Stärke daraus ziehen, um in die kommenden 7 Spiele und in das Pokalspiel zu gehen. Du hast gerade das Stichwort Stärke erwähnt. Kann das nicht sogar förderlich sein? Kann das nicht sogar zusammenschweißen? Ja, natürlich. Aber man muss jetzt auch sagen, wir haben jetzt, glaube ich, in den ersten 7 Spielen haben wir das gemacht, was man vom Aufsteiger erwarten kann. Natürlich hat Werder Bremen ein Stückchen mehr an Punkten geholt. Ich glaube, jeder, der auf die vergangenen Spiele guckt, der weiß, dass wir diese 2 Punkte auch in Stuttgart verdient gehabt hätten. Dann würden wir ungefähr dastehen. Wir sind angekommen. Wir wollen nicht übertreiben. Wir sagen nicht, das war der perfekte Start in die Liga. Wir wissen aber auch, wie viele neue Spieler wir integrieren mussten, dass die Mannschaft auch erst zu sich finden muss. Und von dem her lassen wir uns diesen Start, der okay ist, auch aus unserer Sicht, lassen wir uns auch jetzt nicht schlecht reden, sondern wir wissen genau, was wir zu tun haben, damit wir den nächsten Schritt machen können. Und der nächste Schritt zur Stabilisierung der Mannschaft, zur Positionierung auch der einzelnen Spieler innerhalb des Kaders, da werden wir genau in diesem Achterblock kommen. Und dafür brauchen wir jetzt Schwung und keine Bremser. Und
bremsen lassen wir uns nicht, auch nicht dadurch, dass es angeblich irgendwelche Richtungsstreite und Gegenseite geben würde bei uns im Verein. Das ist alles abträglich, entspricht überhaupt nicht der aktuellen Situation. Denn wir haben von Anfang an gemeinsam geplant, wir haben gewusst, welche Ressourcen wir haben. Wir haben uns auf diesen Plan geeinigt und von dem weichen wir auch nicht ab. Wie überzeugt bist du, dass wir das große Ziel Klassenerhalt schaffen? Sehr überzeugt. Und natürlich auch wohl wissend, was uns das alles kosten wird. Das wird uns alles abverlangen. Wer die Doku gesehen hat, der weiß, was die Menschen, die hier waren und die hier sind, bereit sind, für diesen Verein zu leisten. Und nicht mehr und nicht weniger erwarte ich von uns allen auch für diese Mission. Wir wissen, dass es ein sehr, sehr enges Rennen werden wird. Dessen sind wir uns bewusst. Wir wissen auch, das wird ein langes Rennen. Aber das, was ich von uns allen erwarte, ist die Geschlossenheit, die unsere 160.000 Mitglieder, unsere Nordkurve da drüben einfach verdient hat. Und von dem her bin ich sehr überzeugt, dass wir es schaffen werden. Wir werden einige Lehren ziehen müssen. Wir werden auch mal eine blutige Nase haben, ganz sicher. Aber wir werden einmal mehr aufstehen, als wir hinfallen.